Viktoria Köln gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Und einer war im Fokus, Alexander Neuenberger. 6 der 10 Bayreuther Tore erzielt, 60% Quote. Bester deutscher Spieler in den Profiligen. Sogar besser als zum Beispiel Leipzigs Nkunku. Und man merkt auch, nicht nur bei ihm, sondern bei den kompletten Bayreuthern, auch wenn sie zuletzt 0:1 gegen Elversberg verloren haben, die haben Selbstvertrauen. Nach 5 Minuten auf der Schäl siegt die erste Chance durch Benedikt Kirsch. Und die machten weiter. Immer weiter der Drang nach vorne. Nur 10 Saisontore erzielt. Heute wollten sie daran schrauben. Nächste Chance aus der Distanz. Markus Ziereis prüfte da den Kölner Schlussmann Ben Voll. Apropos Köln. Wo waren die eigentlich? Nahmen auch teil, immer wieder gefährlich, die Schnittstellenbälle nach vorne. Aber es geht auch mit Langholz. André Becker, der Brasilianer, vorne auf der 9er Position. Super eingesetzt von David Philipp. Es fehlten Zentimeter. Und jetzt, ganz wichtig, die merken wir uns mal. Das ist Erol Genulahu. Der Pfiff schießt den Ball weg, bekommt die gelbe Karte von Christian Ballweg. Machen wir uns einen Knick ins Ohr. 45. Spielminute, die letzte Aktion vor der Pause ist diese hier. Treffer, 1:0. Markus Ziereis. Und er sollte gar nicht spielen. Stefan Maderer hat sich beim Aufwärmen verletzt. Er ihn kurzfristig ersetzt. Und besser kann es kaum laufen. Bayreuth geht in Führung, haben wirklich alles reingehauen. Besser kann man es nicht machen. Und der hier macht wirklich an so einem Sonntagmittag alles richtig. Gehen wir rein in die zweite Hälfte. 2 Minuten alt und dann diese Aktion. Wir haben den Knick im Ohr. Gelbe Karte in der ersten Hälfte. Das die zweite für Erol Genulau. Platzverweis, gelb-rot. Ganz bitter für Bayreuth. Ein Bärendienst des Mittelfeldmanns. Danach nur noch die Kölner. Wollten jetzt unbedingt den Ausgleich. Wunderbar durchgesteckt David Philipp und dann am Ende die Chance durch Robin Meissner. Wir hören's. Aluminium. Der Freund von Sebastian Kolbe. Der Druck, er wurde immer größer. Die Kölner spielten das perfekt in Überzahl, machten das Spielfeld breit, immer wieder über die Außenbahn. Und jetzt auch mal aus der zweiten Reihe. 68. Spielminute, erster Saisontreffer. Patrick Sontheimer, wenn es nicht mit Gefühl geht, dann eben mal mit Gewalt. Viele Chancen ausgelassen, die Viktoria, der passte perfekt. Und wir stoppen die Uhr. Zwischen diesem Jubel und dem, der jetzt folgt, liegen exakt 61 Sekunden. Spiel gedreht. Simon Steele zuvor eingewechselt. Ebenfalls die Vorlage von links. Simon Handle an beiden Toren direkt beteiligt. So kann man das mal machen. Extrem bitter natürlich für die Spielvereinigung. Da dachte man jetzt so, jetzt lassen sie sich hängen, aber Pustekuchen. Drückten jetzt aufs 2:2. Alexander Nollenberger mit der wunderbaren Chance nach Vorlage von Kapitän Kirsch. Den macht er sonst rein. Heute war es wirklich vermaledeit für die Gäste von der Altstadt. Aber einen hatten sie noch. Einen Versuch in Unterzahl zumindest den Punkt zu holen. Nach Standardsituation wieder der Kapitän, der den Ball reinbringt. Und dann sind es Zentimeter und wieder Nollenberger, der heute das Glück nicht gepachtet hat. So wie die gesamte Spielvereinigung. Es reichte für die Viktoria am Ende zum 2:1. Ja, sagen wir mal so, erstmal sind wir demütig und sehr froh, dass wir jetzt diesen Lauf hatten. Etwas traurig, dass jetzt die Serie beendet ist in diesem Jahr, dass wir nicht weiterspielen. Aber so ist ja für alle gleich und von daher, ja, wir gucken halt zum nächsten Spiel. Ne? Das ist in Osnabrück und dann zu Hause gegen Saarbrücken. Ja, absolut sind wir enttäuscht. Klar sind wir denkbar ungünstig, dann neu gestartet in die zweite Halbzeit. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, dann kommt die gelb-rote Karte. Natürlich haben wir uns dann neu drücken lassen, aber wir dürfen halt einfach dann auch nicht in einer Minute oder sowas 2 Tore herschenken. Und das ist, was richtig wehtut und eigentlich nicht geht. Erst war Köln 9 Spiele sieglos, jetzt gab es den 4. Dreier hintereinander unterm Weihnachtsbaum. Gibt es die Tuchfühlung zur Spitze? Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.